Ja, ich habe dir gerade ganz Hallo, einen wunderschönen guten Mittag wünsche ich dir. Tag 2, Challenge, raus aus Mangel und Orientierungslosigkeit, rein in die Seelenfreude. Kommt's mal rein hier? Ich freue mich heute. Ich habe es heute Morgen ja schon angekündigt. Es ist einfach interessant, wie das Universum immer agiert und einem Informationen zukommen lässt, auch wenn man nicht danach sucht, wie ich eigentlich überhaupt nicht nachrichtentechnisch unterwegs ist oder irgendwie, keine Ahnung was. Aber trotzdem bin ich jetzt heute irgendwie auf die Idee gekommen, mal nach Corona zu googeln und bin da auf ganz spannende Infos gekommen. Die Woche hatte mich ja schon mal scherzeshalber jemand gefragt, was ist Corona? Da haben wir schon gesagt, ist eine Biersorte. Aber es gibt eine heilige Corona, die die Schutzpatronin des Geldes und der Seuchen ist. Und es gibt sogar am 14. Mai nach dem heiligen Kalender, keine Ahnung, das ist der Tag der heiligen Corona, wo sie geehrt wird. Und die heilige Corona hat 160, um 160 wohl in Ägypten und Syrien gelebt, ist schon ganz jung gestorben mit 16 Jahren und solche Dinge. Und ja, da bin ich doch auf die Idee gekommen. Nehmen wir die heilige Corona doch heute hier mal in unsere Meditation, in unsere Übung mit auf und schauen wir mal, was da so fließt. Hallo, liebe Monika, einen guten Tag. Schenk mir doch mal ein Herzlein oder einen Daumen hoch, damit ich weiß, dass ich auch gut zu sehen und zu hören bin. Bevor ich hier weiter quatsche, guck mal, ob ich hier Lautsprecher auch auf laut habe. Genau, ja, müsste eigentlich funktionieren, ne? Okay, hallo liebe Hilke. Schön euch zu sehen. Ihr seid gerade die einzigen, die ich im Feld sehe. Oben links sehe ich, dass mehr Zuschauer da sind. Genau, gut, dann lass uns doch mal wieder Kontakt heute aufnehmen zu unserem wahren göttlichen Kern. Du weißt, auch wenn ich von göttlichem Kern spreche, das hat bei mir nie eine religiöse Bewandtnis, weil ich der Auffassung bin, es gibt nur eine Religion, das ist die Religion der Liebe. Und ja, Monika, passt zu unserer Moneyfolde-Gruppe. Genau, und da habe ich ja noch gar nicht die Verbindung habe ich noch gar nicht gecheckt. Danke für den Hinweis. Beim nächsten Moneyfreude-Live-Seminar, da schaue ich mal, dass ich ein Bild von der heiligen Corona noch mit integriere und mitbringe. Danke für den Hinweis. Super. Genau. Gut. Also, dann lasst uns mal gemeinsam die Augen schließen. Nimm mal eine bequeme Sitzhaltung ein, so wie es gerade jetzt am einfachsten für dich umzusetzen ist. Schließ gerne deine Augen. Ich habe meine Augen auch geschlossen. Dann kann man mehr bei sich selbst ankommen. Nimm mal dich selbst und deinen Körper ganz liebevoll wahr. Atme durch den Mund aus. Mach dich leer. Lass die Schultern sinken. Und komm so ganz im Hier und im Jetzt, in dem Raum, in dem du dich befindest, aber auch in unserem gemeinsamen energetischen Raum hier an. Spür den Boden unter deinen Füßen. Nimm gerne auch mal ganz bewusst Kontakt zur Mutter Erde auf, die dich, die uns alle nährt und trägt, die immer wohlwollend an unserer Seite ist. Und nimm die Sitzfläche wahr, auf der du hockst. Und nimm mal wahr, welche Energien jetzt zu dir fließen möchten. Und dann erlaube diesen Energien, vielleicht sind es die Energien der Ruhe, des Friedens, der Harmonie und der Gesundheit,
Erlaube diesen Energien zu dir zu fließen. Und stell dir einfach vor, wie dein Atemstrom jetzt Atemzug für Atemzug durch die Nase die Energien der Ruhe einatmet. Ganz tief und genüsslich und erlaub diesen Energien, sich auch Atemzug für Atemzug in deinem gesamten Sein auszubreiten. Die Energie des Friedens. Die Energie der Harmonie. Die Energie der Gesundheit. Atemzug für Atemzug darfst du dir erlauben, diese Energien jetzt einzuatmen. Und tank dich mal auf mit diesen Energien. Erlaube diesen Energien über deinen physischen Körper hinaus zu strömen, in alle feinstofflichen Körper, auf alle Ebenen deines Seins. Sehr schön. Und dann spür mal, wie du dich jetzt vielleicht schon wohler fühlst. Vielleicht macht sich das Gefühl der Geborgenheit, der Wärme, der Liebe, des Lichtes, was auch immer da so in dein Bewusstsein kommt, lass es hineinströmen. Wunderbar. Und so wie du dich jetzt aufgetankt hast mit diesen wunderbaren Energien, lade ich dich ein, mal mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Herzchakra zu gehen und dir vorzustellen, wie dein Herzchakra sich jetzt mehr und mehr öffnet und wie du diese Energien, die du jetzt aktiviert hast, der Ruhe, des Friedens, der Harmonie und Gesundheit, mit jedem Einatmen weiter zu dir strömen und mit dem Ausatmen über dein Herzchakra du diesen Energien erlaubst, weiter zu strömen. An deine Liebsten, an dein Umfeld, an all die Menschen, die dir am Herzen liegen. Gerne auch an all die Menschen, mit denen du vielleicht noch ein bisschen im Unfrieden bist oder ja, du in Stresssituationen bist. Wie wäre es, wenn du dir jetzt erlaubst, diese Energien, die zu dir strömen, der Ruhe, des Friedens, der Harmonie und der Gesundheit, wie du die auch über dein Herzchakra jetzt weiter strömen lässt. Auch an die Menschen, mit denen du vielleicht im Unfrieden bist. An alles, was ist, an die Natur, an Mutter Erde, an alle Pflanzen, an die Tierwelt, an alle Menschen. Dieser unendliche Strom der Ruhe, des Friedens, der Harmonie und der Gesundheit. Erlaube, Atemzug für Atemzug diese Energien zu dir strömen zu lassen und über dein Herzchakra weiter strömen zu lassen. Fühl dich so ganz verbunden, fühl dich auch geerdet. Und dann lade ich dich ein, dir vorzustellen, wie jetzt aus dem Universum, aus der Quelle allen Seins, ein Lichtstrahl zu dir herabfällt, aus goldenem Licht, als Ausdruck von göttlichem Licht und göttlicher Liebe. Stell dir vor, wie du so ganz eingehüllt bist. Du kannst dir auch gerne vorstellen, wie du in einem Lichtei jetzt hockst, das dich umgibt. Aus goldenem Licht, als Ausdruck von göttlichem Licht und göttlicher Liebe. Und so lade ich dich ein, dich auch verbunden zu fühlen
mit allen Helfern aus dem Licht und aus der Liebe. Mit den Schwingungen höchster Energie, die dich, die uns alle umgeben. Und auch mit der Schutzpatronin, der Heiligen Corona. Und erlaube dir, diese Energien jetzt mal zu dir strömen zu lassen. Fühl dich ganz geborgen in diesem goldenen Lichtei, in das du dich eingehüllt hast. Vielleicht kannst du es spüren, vielleicht spürst du es in Form von Wärme oder einem Kribbeln. Ansonsten mach es dir ganz einfach. Stell dir einfach vor, wie du eingehüllt bist in ein goldenes Lichtei. Wie du all diese Energien aus der Quelle allen Seins, von allen Helfern aus dem Licht und aus der Liebe jetzt zu dir strömen. Auch die heilsamen Energien von der Schutzpatronin Corona. Erlaube dir, diesen Energien sich auszubreiten in deinem gesamten Sein, auf alle Ebenen deines Seins, über deinen physischen Körper hinaus und alle feinstofflichen Körper und auch darüber hinaus an alles, was ist, an die Menschen, die Tiere, die Pflanzen, Mutter Erde. Und auch darüber hinaus an alles, was ist, raus ans Universum, an alle Universen, Multiversen, an alles, was es gibt. Stell dir vor, wie dieses goldene Licht in einer unendlichen Strömung jetzt zu dir fließt, durch dich hindurch fließt und es von dir weiter fließt, wie so ein unendlich großer Lichtkreis entsteht. Wow. Und jetzt spür mal, wie es dir dabei geht. Und ich würde dich gerne dazu einladen, wenn du das möchtest, jetzt auch noch weiter, so wie es zu dir passt, wie du dir Zeit geben möchtest, in diesen Energien zu verweilen, dich darin zu baden. Deshalb möchte ich jetzt hier weniger zerreden, dich anschließend dazu einladen, mir gerne einen Kommentar zu hinterlassen, wie es dir dabei ging und geht. Und für heute, an diesem Tag 2 der Challenge, jetzt einfach mich ganz still zu verabschieden und dich dazu einzuladen, gerne noch weiter in diesen Energien zu verweilen, ganz so, wie du es möchtest, so lange, wie du dir jetzt dazu Zeit schenken möchtest und kannst. Und ich freue mich dann später auf dein Feedback. Alles Liebe. Bis dahin.